Willkommen zu heute in Radblog am Samstag, 16 Uhr. Wir fahren hier ein bisschen durch Mittelhessen wieder, bei wunderschönem Wetter. Man sieht es klar, kein Wölkchen. Vielleicht hier und da noch Gedanken an den Sommer, aber es ist schon Herbst, nicht vergessen. Ja, Ziel ist nur Grundlagenausdauer, das heißt Kurbeln. Ja, mittags der Verkehr ist schon durch, das heißt es müsste jetzt ruhiger hier auf den Straßen sein. Mein Nachbar vom DSF Kroftorf Gleiberg ist gerade zurückgekommen von seiner Radausfahrt, von seinem Radtraining. Wird noch schwimmen gewesen sein heute Morgen. Der ist noch aktiv. Der wird sich langsam aufs Saisonende vorbereiten, denke ich mir. Kilometer, Stunde. Thank you.
Weiter geht's auf den Lahn. Radweg nach Gießen wieder. Willkommen am Ostersgarten. So, hier ist wieder die Lahn. Da will ich auch noch mal reingucken, was hier getan hat. Industriegebiet hier bei Launsbach. Wir fahren jetzt rüber nach Rochdorf, um dann den Radweg an der A irgendwas nach Rochdorf, die Autobahn nach Rochdorf weiterzufahren. Nicht auf der Autobahn, sondern den Radweg.
nach Gießen-Weststadt. Ja, da vorne die beiden Zipfel ist die Brücke. Die sind wir gerade gekommen. Wetter, Wärme, Wasser.
mich das Zuschauen, das Mitradeln. Und wenn dann fahrt ihr den Kramer nach. So als Feierabendtour. HWDH.